herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Kleinfeld-Fußball-WM 2023 hier in Essen, Soccer World Cup. Hier wird diese WM stattfinden. Ja? Essen steht also nicht nur für Rot-Weiß-Essen oder SGS-Essen, sondern auch für eine Weltmeisterschaft hier in Deutschland, in dieser Stadt, im kommenden Jahr. Das sind ja die ganz einfachen Fußballregeln, nur spektakulärer auf kleinem Raum. Was macht die Faszination Kleinfeldfußball für dich aus? Ja, man kann eigentlich sagen, dass jeder, der Fußball mag, wird Soccer lieben, weil die wesentlichen Bestandteile des Fußballspiels sind einfach vorhanden. Das Spiel ist leicht zu verstehen. Jeder weiß, es sind zwei Mannschaften, zwei Tore und am Ende muss eine mehr schießen als die andere. Was aber den großen Unterschied ausmacht, ist einfach, dass ständig was passiert. Es geht rauf und runter, hin und her. Es gibt eigentlich keine Zeit zum Durchatmen. Der Ball kommt sofort ins Spiel. Man hat unheimlich viele Torabschlüsse, viele Tore. Es ist einfach ein großes Spektakel. Hier wird ein Stadion stehen, genau hier, wo wir heute stehen, für 2.500 bis 3.000 Menschen. Wir werden 10 Tage lang hier hochkarätige Fußballspiele, Kleinfeldfußballspiele sehen. Wir sind gerne Gastgeber. Wir sind eine sehr offene, eine tolerante Stadt. Wir freuen uns über Gäste aus vielen Teilen der Welt. Und manchmal sind ja die Verwandten schon hier in Essen. Insofern ist es auch gut, wenn wir diese Gastfreundschaft auch zum Ausdruck bringen können. Soccer connects all those people, which is the biggest base of fans. What basically represents, it's the original and virgin emotions about the sport. Those things that probably have been lost in big football. This is what we stand for. Viele Jungs machen das aus purer Leidenschaft. Keine durchbezahlten Erstliga-Profis, die dabei sind, sondern Jungs, die wirklich für was gehen. Merkt man das auf dem Feld? Hat man das 2018 gemerkt? Ja, es ist schon so. Das sind ja auch keine aktiven Profis erlaubt, aber es ist einfach so, dass du da natürlich eine gewisse Leidenschaft entwickelst, weil die Jungs, die dann mit dir da sind, die sind einfach da, weil sie nicht kein Euro bekommen, sondern einfach, weil sie für ihr Land spielen und einfach ja, Bock haben, Fußball zu spielen. Und das macht das Ganze dann einfach aus vom Flair. Es geht auch noch um Finanzierung. Wir werden uns noch ein bisschen bemühen, die Essener Partner und die Leute aus der Region dazu begeistern und natürlich auch mitzunehmen auf diese Reise. Im Grunde genommen kann man es sich ja gar nicht erlauben, hier nicht dabei zu sein. 10 Tage mitten in der Stadt, im Herzen des Fußballs von Deutschland. Irgendwie, wo gibt es so viel Begeisterung für diesen Sport?